Heute sind wir in Frankfurt. Business und Tradition am Main. Bei einem Glas Apfelwein lässt sich deine Frankfurt-Tour am besten planen. Unsere Tipps in 5 Minuten. So klein und doch so auffällig. Das frühere Polizeirevier ist der Mittelpunkt der Stadt. Die Hauptwache wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, dann wieder originalgetreu nachgebaut. Als erstes schaffst du dir von hier einen Überblick. Von der Skybar auf dem Kaufhofdach hast du eine grandiose Aussicht mitten in der Stadt. Viele Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander. Du schaffst alles Wichtige an einem Wochenende. Frankfurt ist übrigens die Heimatstadt des berühmten deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Der Bulle vor der Börse steht für wirtschaftlichen Aufschwung. Viele pendeln täglich zur Arbeit nach Frankfurt. Wir empfehlen dir, die Reise am Wochenende zu planen, denn dann ist die Stadt leerer. Am Eschenheimer Turm wird der Kontrast zwischen Tradition und Moderne besonders deutlich. Im Hintergrund steht der Bürokomplex Next Tower. Ebenfalls in der Nähe der Hauptwache ist die alte Oper. Auf der Zeile kannst du super shoppen und beim Schlendern triffst du noch viele interessante Musiker. Der Römer ist seit über 600 Jahren das Rathaus von Frankfurt und ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Den Kaiserdom kannst du nicht verfehlen. Vom Römerberg sind es nur wenige Schritte bis hierhin. Die Paulskirche ist ein weiterer sehenswerter historischer Ort. Hier schuf die Nationalversammlung die erste demokratische Verfassung für Deutschland. Viele Aspekte sind bis heute im Grundgesetz verankert. Goethes Elternhaus ist heute ein Museum. Handkäse mit Musik, ein Glas Apfelwein und ein deftiges Gericht mit grüner Soße. Alles typisch für Frankfurt. Im Viertel Sachsenhausen kannst du traditionell essen, zum Beispiel bei Adolf Wagner. Und ein Spaziergang am Museumsufer bietet sich direkt im Anschluss an. Hier befinden sich auch viele Museen, unter anderem das renommierte Städelmuseum. Der eiserne Steg verbindet nicht nur die beiden Flussufer, sondern auch Herzen. Und jetzt kommt Manhattan, da wo das Geld fließt. Hier reiht sich ein Hochhaus neben dem anderen, direkt am Main. Für etwa 8 Euro kannst du die Stadt aus 200 Metern Höhe bewundern. Für den besonderen Weitblick kommst du auf den Main Tower. Unser persönliches Highlight. Weitere Infos und unseren Hoteltipp findest du unten in der Videobeschreibung. Tschüss aus Frankfurt! Wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, abonniere uns auf YouTube und like uns auf Facebook.